Achtung, Achtung! Leider sehen wir uns gezwungen, Eskada und den gesamten Eingangsbereich zum Tatort zu erklären. Also wir sind vom Tierrechtstreff Münster und im Rahmen der Kampagne gegen den Pelzverkauf bei Eskada haben wir uns dazu entschlossen, die Eskada-Filiale hier in Münster zum Tatort zu erklären. Tatort deshalb, weil hier Verbrechen geschehen, moralische Verbrechen gegen nichtmenschliche Tiere, gegen sogenannte Pelztiere, die in kleinsten Gitterkäfigen gehalten werden, um dann nach einem Bruchteil ihrer eigentlichen Lebenszeit brutal ermordet werden. Und Eskada ist 2011 eigentlich, nachdem wir mit der Kampagne viel Druck ausgeübt haben, aus dem Pelzhandel ausgestiegen. 2017 haben Recherchen jedoch ergeben, dass Eskada wieder am Start ist und wieder Pelz im Sortiment hat. Und seitdem bemühen wir uns halt, den ursprünglichen Druck wieder aufzubauen, um Eskada zu zeigen, dass wir wachsam sind und dass wir auch nicht eher aufhören, bis das ursprünglich gemachte Versprechen wieder aufgenommen und gehalten wird. Ja, zur Pelzproduktion allgemein, also dass das natürlich gravierende Folgen für die Tiere hat, ist sehr selbsterklärend. Aber wir stehen natürlich auch für Menschen- und Umweltrechte hier. Also die ArbeiterInnen auf den Pelzfarmen und auch diejenigen, die den Pelz später verarbeiten, müssen unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen schuften. Wir müssen mit gefährlichsten Chemikalien arbeiten, oft ohne jede Sicherungsmaßnahmen und jeden Arbeitsschutz. Und die hochgiftigen Chemikalien, die beim Gerbungsprozess zum Einsatz kommen, gelangen in Teilen auch ins Grundwasser oder überhaupt in die Umwelt, und das hat katastrophale Folgen. Und insofern stehen wir hier für Menschenrechte, für Tierrechte und für Umweltschutz und vor allem aber gegen Eskada und Pelzverkauf im Allgemeinen. Pelzproduktion geht immer mit Tierquälerei einher. Bevor die Nerze, Marder, Füchse oder andere Tiere getötet werden, werden sie für ihre kurze Lebenszeit in enge Gitterkäfige gesperrt, die sich in ihr Fleisch schneiden und die sie nur verlassen, um ermordet zu werden. Deshalb handelt es sich bei Eskada um einen Tatort.